Bonjour, ihr Lieben. Wir sind zurzeit auf dem Camping du Domaine in der Nähe von Le Lavandou, direkt am Mittelmeer. Ein wunderschön gelegener Campingplatz, sehr groß, also bestimmt 800 Plätze. Nichtsdestotrotz, jetzt in dieser Zeit, in der Vorsaison, kurz vor Pfingsten haben wir jetzt, ist es sehr, sehr angenehm hier zu stehen, weil es noch nicht so voll ist, total ruhig und angenehm. Und diesen Campingplatz möchte ich euch heute mal vorstellen. In dieser Zeit habt ihr, je nachdem, für welchen Platz ihr euch entscheidet, einen Preis zwischen 35 und 58 Euro. Die teuersten Plätze sind direkt am Strand oder am Meer. Da könnt ihr wirklich auf den Strand gucken, ich werde euch das nochmal zeigen. Wir stehen weiter oben unter dem Platan. Was wir persönlich ein bisschen schöner finden, es ist ruhiger und beschattet, was wir auch als sehr angenehm empfinden. Aber da hat ja jeder seine eigenen Wünsche und so manch einer möchte ja möglichst direkt am Strand stehen. Ja, und das werde ich euch natürlich auch gleich nochmals. Ein kleiner Schwenk über die Preisliste und hier über den Plan des Platzes. Und dann geht es gleich zur Rezeption. Dieser Campingplatz ist wirklich total professionell durchorganisiert. Schon an der Rezeption habt ihr super freundliche Damen, die da an der Rezeption euch dann unterstützen. Hier werden alle möglichen Sprachen gesprochen. Ich selber hatte eine Dänin, die uns beim Einchecken geholfen hat. Und es wird also Deutsch gesprochen, Französisch, Englisch, Holländisch, Dänisch. Also da sollte jeder irgendwie sprachlich klar. Kommt ihr dann so aufs Gelände. Einmal durch die Schranke und los geht's. Im Ein- bzw. Ausgangsbereich findet ihr auch die Entsorgung, Grauwasser und es gibt sogar Ladestationen für E-Autos. Wer Tennis spielen möchte, findet hier, ich glaube, 6 Plätze sind es insgesamt vor, also auch dort alle Möglichkeiten gegeben. Und gleich daneben für die Kids auch einen Spielplatz. Ist nicht die einzige Area für Kinder. Ich glaube, das ist vor allem für die etwas kleineren gedacht. Daneben kommt man dann zur Bar du Tennis. Denn irgendwann hat man ja auch Durst vor lauter Tennisspielen. Es gibt Animationen, es gibt Restaurants, es gibt sogar einen Pizzaservice, der einem die Pizza an das Wohnmobil liefert. Und weiter unten Richtung Strand habt ihr einen Laden, wo ihr alles Mögliche einkaufen könnt. Friseur, es ist eine Boulangerie da, um ein schönes frisches Baguette zu kaufen. Und Wellness gibt es auch. Jetzt im Moment ganz ruhig zu. Ich glaube, im Sommer ist der Club hier für die kleinen Proppe voll und dann ist hier Halligalli in Tüten. Dann gehe ich jetzt mal mit euch Richtung Strand-Area und zeige euch mal, wie man da unten so stehen kann. Und bei den Palmen, da kommt doch schon richtig Südsee-Feeling auf. Hier seht ihr einige Plätze, die auch im unteren Bereich des Campingplatzes sind. Von hier ist es auch nicht mehr weit Richtung Strand, aber sie gehören eben noch nicht direkt zum Strandbach. So, und hier gibt es die schon angesprochene Pizza. Hier könnt ihr bestellen und wie gesagt, sie wird dann gebracht. Hier ist dann wieder eine weitere Bar, also der Möglichkeiten, irgendwo draußen zu sitzen.
und ein kleines Getränk oder ein Eis zu sich zu nehmen, sind genügend vorhanden. Braucht es natürlich im Sommer auch, wenn hier richtig viel los ist. Je mehr es Richtung Strand geht, je voller wird der Campingplatz. Die wir oben auf der Anhöhe stehen, stehen da wirklich total ruhig und idyllisch. Da muss man richtig gucken, wo denn mal wieder ein Nachbar auftaucht. Aber hier stehen doch schon sehr, sehr viele Gäste. Hier kann man sich auch Post schicken lassen, die dann hier abgeholt werden kann. Daneben ist der Bäcker, der Supermarkt und nochmal Pizza. Und da oben noch ein Bazaar und wieder eine Bar, die Sauna, Hammam und die Beauty-Insel. So, jetzt gehen wir mal an der Beauty-Insel vorbei, weiter Richtung Strand. So, und das ist jetzt der Strandbereich und ihr seht, hier ist es gut gefüllt. Ein Platz war noch frei, als wir gekommen sind. Alles andere war bereits belegt bzw. reserviert. La Plage. Und schon sind wir am Strand. In diese Richtung liegt Le Lavandou. Da muss man aber schon ein Fahrrad nehmen. Also klar kann man es auch zu Fuß gehen, aber es ist doch ein bisschen noch zu laufen. In der Ferne sieht man die vorgelagerten Inseln, die man auch besuchen kann. Letzter Blick auf den unteren Bereich und dann gehe ich mit euch hoch. Hier könnt ihr auch so ein Chalet mieten. Ist ja auch etwas, was immer beliebter wird, was man auf fast jedem Campingplatz einer gewissen Größe mittlerweile findet. Und diese Häuschen hat es hier natürlich auch. Überall auf dem Platz ist natürlich Grillen mit Holzkohle verboten. Ganz klar, hier unten gibt es immer wieder große Probleme mit Waldbränden und die Brandgefahr ist einfach zu groß. So, ein paar Meter höher sind wir schon wieder bei der Bar, an der wir schon einmal vorbeigekommen sind. Wer weiter oben seinen Stellplatz hat, hat schon mal einen Vorteil. Ihr lauft euch den ersten Croissant des Morgens ab. Es sind ein paar Höhenmeter zu bewältigen. Ja, ist echt schön und die Luft wird irgendwie gefühlt dünner. Hier seht ihr schon Stellplätze des oberen Bereichs in den Platanen. Hier die Nummer 541. Jede Parzelle hat eine schöne Größe. Hier natürlich auch die Beschattung total schön und jeder hat noch so einen kleinen Unterstand, wo man sehr schön sitzen kann oder auch einfach seine Möbel so ein bisschen schützen kann, falls es mal einen Regen gibt. Kommt ja nicht so häufig vor, aber kommt eben auch mal vor. Und wenn euer Kühlschrank nicht ausreicht oder streikt, dann könnt ihr hier sogar einen Kühlschrank mieten. Jetzt zeige ich euch nochmal die Sanitäranlagen. Wenn auch nur den Mädelsbereich, aber bei den Jungs wird es wohl ähnlich aussehen. Eine Duschkabine, mit Waschbecken, Dusche logischerweise, ein Ablagebereich und auch genügend Haken. Das finde ich immer super wichtig, sonst weiß ich nicht, wohin mit meinem ganzen Zeugs. Und gegenüber die Toiletten. Alles sauber, so wünschen wir uns das. Hier kann man sich dann
Toilettenpapier auch mitnehmen. Das ist nicht in den einzelnen Kabinen vorhanden, sondern muss dann hier immer von der Rolle mitgenommen werden. Muss man ein bisschen planen. Das heißt, hier vorne sehe ich, gibt es auch was mit Rolle drin. Und sowas Klassisches gibt es eben nach wie vor auch noch in Frankreich. Für uns ja eher ungewöhnlich, aber in Frankreich nach wie vor zu finden. Also auch von den Sanitäranlagen alles super. Da mag man auch duschen gehen, da mag man auch durchaus auf die Toilette gehen, wenn man seine eigene nicht benutzen möchte. Alles wunderbar. Natürlich könnt ihr hier auch Wäsche waschen, könnt auch Wäsche trocknen. Ist ganz selbstverständlich, gehört natürlich zu so einem Platz auch dazu. Ja, jetzt nehme ich euch mal mit zu unserem Platz. Es geht wieder aufwärts. Und ihr seht, hier ist eine himmlische Ruhe. Im Strandbereich mehr oder minder alles voll. Heute waren einige abgereist, gestern war es wirklich proppevoll. Ich denke, das wird sich über Tag wieder füllen. Und hier eine wunderbare Ruhe. Und da wartet Reini schon auf mich. Da bin ich wieder. Wunderbar. Der Mann war fleißig und hat Jolly sauber gemacht. Löblich. Tag 3 auch schon kalt. Ach. Auch das französische Wasser ist sehr kalkig. Ja. Also. Okay. Ja, super. Ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben in diesen schönen Campingplatz, Camp de Domaine. Wunderbare Lage. Und ich glaube, das ist wirklich ein Stop, den man sehr gut einplanen kann, wenn man hier unten an der Côte d'Azur unterwegs ist. Le Lavandou vor der Haustür. Und morgen wollen wir mal eine große Radtour machen, auch dann ein bisschen das Hinterland erkunden. Da wird es wieder einige Höhenmeter zu überwinden geben. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was wir da alles sehen werden. Streckenführung grob geplant, Ankunftsziel, das keiner ahnt. Jolly Abdul, so soll es sein.